Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön, dass du... Boah, da ist doch was los mit Polizei. Dass du eingeschaltet hast, vergiss nicht zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's mit City Skylines. So, ich sag's direkt mal am Anfang, weil ich die Fragen gelesen habe, obwohl ich's gesagt hatte. Another Brick in the Mall wird dieses Wochenende wiederkommen. Eventuell sogar schon heute, aber ich glaube eher morgen, also Samstag. Und quasi sind das wieder aus dem Livestream Folgen, so gesehen. Und nochmal danke an all die dabei waren. Link zum Livestream auch in der Videobeschreibung. Und Planet Zoo habe ich eh nicht erwähnt. Und zwar muss ich mich da erstmal ein bisschen reinfinden. Und ich glaube, ich werde es auch im Livestream zocken, damit ich dann, ja, irgendwie Hilfe habe von euch. Weil da braucht man auch wirklich echt Zeit, bis man da halt irgendwo schön drin ist. Genau. Hier, das, oh, guck mal, hier schon wieder. Letzte, vorletzte Folge angesprochen. Die tun sich immer so komische Gebilde auf. Und die gehen da nicht weg. So. Ach genau, hier war die Frage, ob ich hier noch eine Straße so rüber bauen soll. Ah, schwierig. Schwierig. Also geht, aber... Ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, weil wir haben letztes Mal den Kram hier gemacht. Super cool, wenn ich ehrlich bin. Ja, der darf aber doch den Netpicker. Mal mit einer Straße, die man sonst nicht benutzt. Den Network Picker. Warte. So? Ja, ja. Und dann bis hier. So. Ja, komm, machen wir so. Ist, glaube ich, ganz cool. Bäume sollte ich hier vielleicht auch ersetzen. Zumindest das hier. Ich meine, so selten fährt hier auch keiner her, dass das da entstanden hätte sein können. Und den Baum tun wir mal... Ah. Shift und P. Und jetzt passt ja auch dahin. Hätte ich gerade mal klicken sollen, bevor ich die Straße gemacht habe. Dann wären die Bäume, die hier drin gesteckt hätten, hätte ich auch noch verwenden können. Egal. So, so ist auf jeden Fall gut. Man, die können, also die Jungs von der Versorgung können jetzt in die Richtung gehen und in die. Ist bei uns leider ein bisschen ungünstig. Ich wohne quasi komplett am anderen Stadtende. Von den ganzen Versorgungsdiensten. Genau, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt heute erstmal hier wieder noch ein bisschen. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwo mal ein fesches Industriegebiet, vielleicht hier in dem Bereich. Also quasi, dass wir von Industries Industry benutzen. Boah, was für ein femininöser Satz. Alter, war das ein Scheißsatz jetzt. Der femininöse Satz. So, wir nehmen nochmal Trees am Start. Jetzt wollte ich auch eigentlich noch was erzählen, aber das ist für den anderen Kanal. Das ist ein bisschen blöd mit den Karten. Ja, okay. Wenn man alle erreichen will, also alles, gibt ja wirklich welche, die interessiert alles. Sind zwar jetzt nicht alle, oder auch wenn man jetzt so die Zahlen an sich guckt, ist es ja nicht so immens, aber trotzdem macht es mir ja Spaß und darum geht es ja auch, glaube ich. Und vielleicht wird es ja nochmal immens, wenn sich schon so unterhalten. Ich glaube, habe ich letztes Mal auch erwähnt, ne? Wo einer gesagt hatte so, ich guck's dann ganz pingeling bei Cities. Und dann hat der andere gesagt, ah, den Debitor? Oder Debisim? Und dann, ja, genau. Und das ist dann immer lustig. So. Ihr wisst ja, erst kommen die Bäume weg. Und dann mache ich die nachher schön hin wie hier. Wunderschön. Passen zu dem, was hier gerade abgeht. Ich muss aber sagen, dass der Stadtteil echt gut gelungen ist. Ohne mich jetzt mal selbst zu loben. Ich wollte eigentlich nicht schön bauen, aber das ist wirklich schön geworden. Aber du hast ja Polizei, ne? Da fällt mir was ein. Dahinter können ja die Wohngebiete weg. So. Erwischt. Oder auch hier mit der Kaimauer. Wundervoll. Da hatte ich auch mal drüber nachgedacht. Sorry. Ob man überall Kaimauern macht. Aber ich glaube, das wäre dann zu viel irgendwo. Oder Campus. Campus-Gelände-Info. Wobei, oh, ich sehe gerade. Alles am Start. Das heißt, wir müssten eigentlich Ende des Studienjahres die nächste Stufe erreicht haben. Alter, die macht 6000 Minus. Überleg mal, ich würde diese Modifikation, dieses DLC gar nicht spielen. Dann hätte ich jetzt 31.000. Aber es geht ja hier nicht nur um Kohle. Bei der Stadt, sondern auch ein bisschen um... Weiß nicht, worum es sonst in Städten geht. Aber ist schon cool. Keine Sorge, ich habe jetzt eine neue Technik. Eine neue Technik.
So. Denn es gibt da ein Geheimnis. Also kein Geheimnis, aber wie ich das halt sonst immer mache, und das ist echt gut. So, warte. Hier werden wir das allerdings eckig lassen, weil da halt die Brücke ist, genau wie da. Aber wir können hier vielleicht 90 Grad machen. Komm her. Komm her, 90 Grad. So. Und dann in die Richtung. Wie wir da nur die eine Hälfte haben, ne? Aber hier wollte ich quasi nicht dieses DLC mit der modernen Stadt machen, sondern die normalen Häuser entstehen lassen. Die sind auch nochmal, glaube ich, einen Ticken größer. So ein richtig krasser Ticken größer. Das wundert mich, dass das nicht geht. Aber egal, passt schon. So, bis hier. Ja, ich versuche einfach mal. So, 10, 8. Und dann nochmal 10 runter. Ich finde 8 immer so mickrig. Und das Ding ist auch nicht genau mittig, leider. Warte, machen wir mal anders. Machen wir 10. 10, 10, ja, ja. So. Dann sind jetzt sogar 11. Ah ja, klar, ich bin mit dem Ding ein bisschen weiter zur Seite gegangen. Ja, das ist gut. Okay, da haben wir jetzt 10. Da mache ich hier auch nochmal direkt eine hin. Was wir haben, das haben wir. Da haben wir drüben leider noch nicht so einfach hingebaut. Wobei, da fahren die Autos, glaube ich, unter die Straße her. Aber ich sollte da wirklich auch mal drüber gehen. Und eventuell die ein oder andere Aufwand mit reinnehmen. Dass man quasi so ein paar andere Wege entlastet. Man muss halt immer gucken, dass man den Leuten Alternativen schafft, wo die herfahren können. Sonst verstopfen die einfach alles. Ja, cool. Genau, und hier bei solchen Ecken, da mache ich immer Folgendes. Man sieht ja, sag ich mal, die Segmente hier. Moment. Man sieht ja, hier ist ein Segment, da ist ein Segment und da ist ein Segment. Dann nehme ich halt immer die beiden Straßen raus von den beiden Segmenten und mache dann Kurve aktivieren bis zur Mitte, also bis sich die andere Straße ankündigt. Und mache dann so. Und dann hat man da halt eine ziemlich coole Rundung, die auch da reinpasst. So, hier muss man halt ein bisschen gucken. Kann sein, dass das jetzt hier nicht so ganz gut passt. Ah doch, passt. Ah ja, super. Und schon haben wir das Ding gelutscht. Okay, der hört sich jetzt falsch an. Also, ne? Ich meine, der Drops hier ist jetzt gelutscht. In District 2. Oh, warte mal. District 2, gehen wir nochmal rein. Genau, hier links hat ja Modern City Center. Ich finde das gut, dass man es mischen kann. Was ist denn European Suburban? Suburbia. Ah, ich glaube, das sind komplett andere Häuser, ne? Oh, da machen wir mal. Hier nicht? Ich glaube, einen der Distrikte kriegt dann auch nochmal diesen Style. Ist bestimmt super cool. Also so super cool. So, warte mal, aber hier kommt dann, der es bleibt. Aber Richtlinien? Habe ich links halt auch gemacht. Nämlich, wenn ich sehe, Industrie 4.0. Das ist natürlich krass, ne? Hoch und gut gebildete Arbeiter. Oh mein Gott. Das habe ich ja gar nicht. Oder ich sehe immer die Maut. Entweder bei den Straßen oder hier. Ah, hier Hightech-Häuser. Genau, das war's. Das hat jetzt Hightech-Häuser, bitte. Hat doch, oder? Ah ja, hier unten. Hightech-Häuser. Sehr gut. Dann. Das IT-Gebiet ist schon aktiviert. Das geht ja woanders. Kostenloses WLAN. Verringert die Briefansammlung. WTF. Echt jetzt? Wäre aber eigentlich gar nicht so schlecht. Kostenloses WLAN hier. Und kostenloses WLAN hier. Überall halt nicht, aber da, wo man ansonsten sehr, sehr viele Postauto hätte. Und das wäre in dem Fall, glaube ich, der Fall. Das wäre in dem Fall der Fall. So.
So, vielleicht. Ja, hier könnte man jetzt... Ist zwar nur eine kleine Rundung, aber ich glaube, die bringt's. Pass auf. Ah, oh, wunderschön. Auch irgendwie nicht. Ich überlege nur gerade. Ich glaube, ich sperre die aber für PKWs. Also für normale PKWs. Boah, Verkehr löschen ist super nicht so gut, wenn man den drückt. Habe ich sehr oft mal gedrückt. Also in einem anderen Ding. Da war ich nicht so schlau. Ah, hier ist eh kein Parkerlaubnis. Cool. Wo ist der denn? Ah, hier, Fahrzeugbeschränkung. Alter. Der Peter wieder, ey. Hier normale PKWs. Na, warte, die können wir ja... Wenn wir die hier vorne aktivieren... Ah ne, das sind Polizeiautos. Na, jetzt mach doch mal hier. So. Allerdings mache ich das erst hier. So. Und hier. Da. Über diese Brücke dürfen keine normalen PKWs. Genau, hier darf kein Versorgungsfahrzeug rüber. Das wäre cool. Weil ich kenne die Leute doch. Mal angenommen, die wollen dann hier zu einem Haus oder zu einem Park. Dann fahren die von hier, weil die ja hier näher dran sind, fahren die hier drüber. Das möchte ich halt verhindern. Die sollen die große Brücke nehmen. Hier fährt natürlich jetzt gerade noch gar keiner drüber. Aber sieht bestimmt geil aus, wenn da dann nachher die anderen Gebäude entstehen. Das wird cool. Oh, hier ist ja auch noch gar nichts. Lol. Hier ist ja mal nix. So, fangen wir an mit 90 Grad um an der Ecke. Zack. Ich versuche halt immer so ein Schema mit den Dingern zu haben. Ich weiß, ich erzähle oft dasselbe. Es tut mir dafür sehr leid. Aber zum Beispiel bei Minecraft. Also ich hatte ja mal ein Projekt, auch ein sehr erfolgreiches Projekt bei meinem anderen Kanal. Und da sind täglich, das war so das krasseste Projekt auf meinem Kanal, da sind täglich über 1000 Leute dazugekommen. Über 1000 Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. So, wenn die halt in so ein Projekt reinkommen und man dann die Leute nicht irgendwo abholt, dann sind die auch schnell wieder weg. Obwohl ich die Leute hier nicht abhole, wenn ich sag, wenn ich 500 Mal sage hier mit dem Schema. Aber man sieht zum Beispiel auch hier, boah, hier habe ich wunderschön mir Mühe gegeben, guck mal. Die wunderschöne Mühe. Was ist denn da los jetzt? Ja, los, Müllberge, weißt du? Da kann keiner hinfahren. Nicht sein Ernst. Nee, da kann echt keiner hinfahren. Doch, da ist jetzt einer hergefahren. Hä? Aber trotzdem muss ich ja ganz kurz mal dran. Da kann echt keiner hinfahren. So. Weil hier ist eine Einbahnstraße. Hier kommt man nur in die Richtung. Aber dahin kommt man ja nur, wenn man hier dreht. Also jetzt müsste es auch gehen und die Müllberge sollten da jetzt auch schneller abgeholt werden. Ja, ja, so machen wir das. Korrekt. Ah, genau, warte, jetzt brauchen wir nur noch einen für den großen Kuh hier. Ne, warte, mach mal. Ne, gar nicht, müssen wir so machen. So erst. Dann gehen wir auch hier hin. Zehner Höhe. Genau, 10. Ah, die ist aber ein bisschen weit zur Seite. Gucken wir sofort. Hier machen wir auch 10. Und angeschlossen. Aber das sind nur 179,2. Die war eben nicht so gut, die Straße. Da machen wir 8. Perfekt. 9 sogar. Super cool. 9 U, wieder runter. Dann fahren wir bis hier.
Oh, warte mal, wir müssen mindestens bis hier fahren. Da fahren? Ja. Und dann darüber gehen. Oh ja. Und dann wieder wegmachen und dann wieder hinmachen mit der Kurve. Ja, ja, ja. Aber die wird gar nicht gezeigt gerade, aber geht trotzdem. So, guck mal. Wunderhübsch. Ein wunderhübsches Gebiet angelegt. Und da kommt wahrscheinlich der... Obwohl, man kann zwei machen, sehe ich gerade. Zwei Seilbahnen. Boah, super cool. Ihr seht schon, Peter ist heute leicht zu begeistern, obwohl wir heute nur Straßen wieder machen. Super gridlastig heute wieder. Ja, cool. Straßen, also komplettes Straßensystem für die großen Straßen fertig auf der Seite. Ja, da habe ich ja immer noch nichts gemacht, ne? Habe ich das schon gezeigt? Weiß ich gar nicht. Habe ich nochmal ein bisschen verändert. Wie das Ganze läuft, müssen wir dann allerdings erstmal gucken, wenn es gestartet ist. Sollte man... Ah, warte mal, wir können aber eins schon mal machen. Wir können hier nochmal ein Distrikt anlegen, dann kann man da eventuell auch mal weitermachen später. Hier ist ja auch, wie gesagt, der Spaßdistrikt, der sehr groß ist. Ich kann mir vorstellen, weil der halt so riesig ist, werden da sehr viele leerstehende Gebäude sein. Und sehr viele Schlägereien immer in der Seilbahn. Wenn die Leute aus den oberen Vierteln zurückfahren. So. Muss ich nur halt genug aus den Finger saugen, dann passt das. Immer irgendwas erklären dazu. So, District 4, 3, 1, wir nennen nochmal neu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, District 10. Unser Spaßdistrikt. Lass mal voreingestellt. Oh nein. District 10. Enter. Richtlinien. Jetzt geht's ab. Rauchverbot natürlich nicht. Die wollen ja Party machen. Da wird auf jeden Fall ein Freizeitpark in dem Gebiet sein. Aber das lassen wir. Bildung wird da jetzt nicht so interessant sein drin. Verringert die Kriminalitätsrate etwas. Das machen wir. Kostenloser Nahverkehr machen wir nicht. Peter, Zeppeline haben wir. Oh, Zeppeline wäre noch cool. Ah, machen wir später nochmal rein. Plastikrecycling, lieber Parks. Kostenloses WLAN. Ne, Buchmesse wollen wir nicht. Besteuerung. Steuerentlastung für gering besiedelte Gewerbegebiete. Ja, lassen wir nochmal. Wenn sich da alles gut entwickelt, brauchen wir keine Entlastung. Hightech-Häuser lassen wir auch mal weg. Fahrradfahren ist nicht so gut. Alter, Verbot von Verbrennungsmotoren, krass. Verbindung steigern. Ach, lol. Da kommen noch mehr, krass. Das habe ich gar nicht so viel genommen, ne? Schade eigentlich. Aber das Wichtigste, was da noch reinkommt, kommt nämlich jetzt. Und zwar hier unten gibt es nämlich noch eine Richtlinie für... Oh, ich sehe gerade, wir müssen Tourismus... Hatten wir letztes Mal auch. Und Freizeit trennen. Oder wir machen hier den... Ne, müssen wir gar nicht. Das ist ja der Spaßdistrikt für die Stadt. Also, haben wir richtig viel Spaß. Wir können ja nochmal einen Tourismusdistrikt machen. Ist ja egal. Passt schon. Auf jeden Fall haben wir den jetzt schon mal angelegt. Gratis WLAN, geiler Drogenkonsum und... Unterhaltungsstadtteil. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.
Wir haben ein wunderschönes Grid erschaffen, was wir vielleicht demnächst aktivieren oder wir machen da weiter. Schreibt es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Part. Tschüss!